wie du allein dein bestes Match deiner Karriere machst. Du siehst das Fußballfeld als riesigen Quaderraum. Dieser Quader ist relativ hoch und relativ lang. Und natürlich auch breit. Durch deine Vorstellung zu dem Raum beginnst du dein Inneres mehr und mehr in den Raum hineinzuführen. Durch deine Fähigkeiten wirst du in dem Raum dich immer mehr fallen lassen können. Durch deine Fähigkeiten bist du in der Lage, deine Hand auszustrecken und nach den Sternen zu greifen. Je mehr du dich in diesem Raum wahrnimmst, desto mehr wird dir bewusst, wie groß und je mehr du erwachst in dem Raum, desto mehr wirst du feststellen, wie groß und imposant das Feld ist. Doch eines ist klar: Du willst das Ding heute hier gewinnen. Doch das Unterbewusstsein hat etwas dagegen. Doch du willst es unbedingt schaffen, dieses Spiel zu gewinnen. Deine Motivationen sammeln sich und du beginnst dich zu bewegen. Deine Talente formatieren sich in deinem Körper und du spürst, wie sehr du angetrieben wirst. Dein Wille ist unbändig und fertig zu starten. Du allein bist der Macher dieses Films. Einzig und allein von dir hängt es ab, ob dieser Film gut oder böse ist. Durch dein Wesen, deine magnetische Anziehungskraft, ziehst du deine Gedanken förmlich an. Je mehr du von etwas willst, desto mehr kriegst du. Letzten Endes entscheidet nur dein Wille über Sieg oder Niederlage. Mit deinem Herz wird alleine geschaltet. Und du kannst dir sicher sein, im Endeffekt hast du rein gar nichts zu verlieren. Mit jedem Schuss hinein ins Glück kommt die Freude mehr und mehr zurück. Du wirst sehen, ja förmlich auferstehen von deiner Trägheit und deiner Begrenzung in deinem Spiel. Du wirst spüren, all deine Kräfte und deine Stärken, die dich zu diesem Zeitpunkt bewegen. Durch deinen unermüdlichen Einsatz drückst du dem Spiel den Stempel auf. Und du weißt, es geht nur nach vorne. Deine Motorik bringt sich ins Spiel. Dein Antrieb ist hochgefahren und du fühlst, wie es sich immer mehr Richtung magnetisches Tor zieht. Durch deine Anziehungskraft und dein Wissen wirst du vom gegnerischen Tor magnetisch angezogen. Das gegnerische Tor hat einen Magnet versenkt bekommen und von dem geht die Anziehungskraft aus, die auf deinen Körper einwirkt. Durch die Vorstellung, dass du alle Zeit mit den Magneten verbunden bist, kannst du es immer schaffen, das Spiel auf dieser Ebene zu leiten und zu bestimmen. Durch das Verständnis von Magnetismus und Anziehungskraft kannst du das Spiel zu jeder Zeit in den Griff bekommen. Dein einzigartiger Kampf und dein Wille sind die zwei Schlüssel der Motivation, die dich unsterblich machen lassen. Du bist dir diesen Sieg wert, sonst niemand.
beziehungsweise du und dein Team. Ihr seid die perfekten Magneten, Verbindungsstücke, die sich magnetisch anziehen lassen. Je stärker ein Magnet wird, desto mehr wirst du angezogen. Dabei ist es völlig egal und sinnlos, welche Uhrzeit im Spiel herrscht. Die Zeit schalten wir als wesentliches Element im Spiel selber aus. Und wir setzen unsere Fühlung einzig und artig auf das Spiel. Durch das Temperament, das uns ereilt, können wir die Situationen selbst gestalten und zur Entscheidung bringen. Durch deine Intelligenz und dein hervorragendes Wissen kannst du dich nah an den Magneten heranziehen. Du und der Magnet, ihr seid eins. Und ihr habt die gleichen Informationen, die zu einem Tor führen. Durch das Wissen, das dir vermittelt wird, von dem Magnet ausgehend zu deinem Herzmagnet, spürst du, wie sehr die Energie zwischen euch existiert. Du wirst merken, wie sehr die Energie dich antreibt und wie sie dich zum gegnerischen Tor zieht. Die Angst, etwas zu verlieren, wird in diesem Sog des Magnetismus vollkommen ausgeschaltet. Du wirst merken, dass einzig und allein der Strom der Energie existiert. Durch die Anziehungskraft wirst du wie hermetisch zum gegnerischen Tor gezwungen, praktischerweise, und kommst nicht auf die Idee, andere Wege auszusuchen. Darum suchst du immer automatisch den passenden Weg für dich zum Tor. Je mehr dein Körper die Informationen teilt, die der Magnet in sich trägt, desto mehr wird der Erfolg sich bei dir einstellen. Und je mehr du daran glaubst, an den Magnetismus, desto mehr wird er für dich real werden. Du musst eines bemerken, bei dieser Taktik oder bei diesem Mentalismus wird es immer schneller gehen. Die Energie wird sich immer schneller manifestieren und dein Wissen will immer den schnellsten Weg zum Tor finden. Aber merk dir eins. Es geht nicht darum, den schnellsten Weg zu finden, sondern das Wissen gekonnt einzusetzen. Und je mehr du weißt, was der Magnet im Tor von dir will, dann wirst du diesem Ruf des Magneten ungeahnt folgen. Dein Herz allein kennt die Lösung und kann sich auf den Erfolg einstellen. Mit deiner Kraft kannst du den Ball im Tor unterbringen und durch deine Kraft allein kannst du dieses Spiel am Ende für dich entscheiden. Du allein bist es dir wert, das Spiel zu gewinnen und dich glücklich und zufrieden zu fühlen.